Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Kürzere Haare, neues Jahr. Thema ist wieder am Start. Und bevor ich gleich einen Hörsturz kriege von unserem neuen Intro, sei gesagt, 2018 hat erst angefangen. Aber was bringt dieses neue Jahr eigentlich? Wir haben da mal ein bisschen was zusammengefasst und versuchen euch mal zu erklären, was sich ändern wird, im positiven, aber auch im negativen Sinne. Und damit ein frohes neues Jahr nochmal offiziell und herzlich willkommen zu DerchoTV hier auf unserem YouTube-Kanal und auch auf unserer Homepage derchotv.de. Das ist das erste offizielle Video der Stamm-Info-Formate. Es ist ja jetzt eine Woche lang eine Menge was passiert. Ja, was sich unter anderem nicht geändert hat, dass ich immer noch nicht richtig reden kann. Ja, es ist eine Menge passiert in dieser einen Woche. Dazu werden wir in den kommenden Tagen unter anderem auch bei Update etwas sagen. Nicht bei Update Kompakt, unserem Testformat mit den täglichen Schlagzeilen des Tages, sondern auch bei Update Politik, Update Medien und Update Sport. Dazu morgen, beziehungsweise am Samstag mehr. Jetzt geht es aber um dieses gerade erst 10 Tage alte Jahr. 2017 ist hinter uns, 2018 steht nun vor uns und es gibt eine Menge zu sagen über dieses Jahr. Es hat sich nämlich viel getan. Sagen wir es mal so, hauptsächlich hat sich auch so verändert. Entschuldigung, ich muss mal geradewegs ein Ohr rausnehmen, weil eins stört mich gerade. Ja, wie ihr seht, ich habe immer noch die weißen Kopfhörer, aber was soll's, ist egal. Und 2017 ist vorbei, das wollte ich gerade sagen. Und 2018 hat angefangen und es gibt auch ganz neue Regeln für dieses Jahr. Was bedeutet das Ganze denn nicht? Und da haben wir uns, oder da habe ich mich dann halt auch hingesetzt und habe gesagt, okay, wie kann man das besser zusammenfassen wie mit, was bringt 2018 und das bringt 2018? Ich habe ein bisschen recherchiert, ein bisschen geguckt, einfach bei Google 2018 eingegeben und mal nachgeschaut, was sich denn so alles ändert. Einerseits natürlich ändert sich für uns auch viel im Geldbeutel, im Portemonnaie. Denn wenn ihr natürlich Arbeit geht, ihr bezahlt Steuern und vieles mehr, da wisst ihr auch selbstverständlich, dass unter anderem halt auch vieles neu ist. Und da wollen wir euch mal ein bisschen so einen kleinen Wegweiser führen, was sich so denn ändern wird. Einerseits nämlich wird zum Beispiel die Einkommensteuer sich ein bisschen verändern, denn zum Beispiel soll die Steuererklärung etwas einfacher werden oder auch deutlich einfacher werden. Und so genügt es nun ab diesem Jahr nämlich unter anderem einerseits die Belege aufzuheben und sie auch auf Nachfrage einzureichen. Und unter anderem wird auch der Grundfreibetrag, das sei auch noch mal kurz erwähnt, Alter, ich reiße ja fast die halbe Bude ab. Ja, das Studio ist auch ein bisschen umgebaut worden, aber dazu bekommt ihr dann später mehr. Grundfreibetrag, da wollte ich hin, der steigt nämlich. Bisher war er bei 8.820 €, da werden jetzt nochmal 80 Euro, nee, 180 Euro draufgelegt und der Grundfreibetrag, sagen wir es mal so, ist nun bei 9.000 € und erst ab dieser Summe müssen dann ledige Erwachsene auch ihr Einkommen dann versteuern lassen, bei Ehepaaren und auch eingetragenen Lebenspartnerschaften, obwohl wir seit Oktober ja die Ehe für alle haben, verdoppelt sich der Betrag hier, der ist dann bei 18.000 € und dazu kommt auch möglicherweise der Kinderfreibetrag, der zum Jahreswechsel ja jetzt um 72 € auf insgesamt 7.428 € gestiegen ist. Bei Eltern bleibt dieser Beitrag pro Kind und pro Jahr ebenfalls dann auch steuerfrei. Also ein kleiner Vorteil dafür. Wenn wir schon gerade bei den Kindern sind, können wir dann auch zum Kindergeld kommen, denn dieser wird nämlich jetzt um 2 € angehoben. Jetzt gibt es 194 € für die ersten beiden Kinder im Monat. Für das dritte Kind gibt es 200 € und fürs vierte Kind, ja, oder fürs jede weitere Kind, so kann man das sagen, ab dem vierten Kind gibt es dann 225 €. Also auch etwas Besonderes und sei es natürlich auch an die Eltern gesagt, für die, die ja schon Kinder sind, legt das Geld lieber für eure Kinder beiseite, denn die sollen ja auch davon irgendwie etwas haben. Allerdings kann auch das Kindergeld nur noch für 6 Monate rückwirkend beantragt werden und auch nicht mehr. Also bedeutet nicht, ab dem siebten Monat geht das Ganze nicht mehr. Also für ein halbes Jahr rückwirkend kann das beantragt werden. Und bisher war das erst für mehrere Jahre. Also das hat sich entsprechend auch geändert. Wer zum Jahresende keinen Brief von seiner Krankenkasse gekriegt hat, der kann sich darüber freuen, beziehungsweise wer einen gekriegt hat und eine positive Nachricht dabei rauskam oder sogar
eine gute oder gar keine, oder sagen wir mal eine positive Nachricht, wo sich nichts ändert, der kann sich darüber freuen, denn der durchschnittliche Zusatzbeitrag bei den 54 Millionen Kassenpatienten, der sinkt nämlich, und zwar nicht von 1,1 auf 1% pro des Bruttolohns, und die Summe kommt auf den festen Beitragssatz von 14,6%, der da oben drauf kommt, der zur Hälfte ja vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils bezahlt wurden. Apropos Bezahlung, das sind heute Überleitungen, die halt auch wirklich funktionieren, und Grafiken haben wir auch so generell nicht eingeblendet. Wir wollen ja einfach euch auch mal sagen, was so abgeht. Der Mindestlohn unter anderem, der ja jetzt seit, ich glaube, 2015, seit 2016 oder seit 2015 nun da ist, 2015, so war das, der gilt ab sofort, also seit diesem Jahr, nämlich überall in allen Branchen. Das bedeutet, aktuell ist ja der Regelsatz bei, ich glaube, 8,90 €. Ich kriege im Übrigen auch den Mindestlohn bei meinem Teilzeitjob. Ich kriege 9 Euro bezahlt. Ja, 10 Cent mehr als erlaubt. Als, ja, 10 Cent mehr als er. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Egal. Der Mindestlohn für Pflegekräfte steigt unter anderem auch im Westen, unter anderem so wie in Berlin, auf 10 Euro, von 10,20 € auf 10,55 €. Im Osten dagegen von 9,50 € auf 10,05 €. Ja, also deutlich mehr. Also hier gibt es einen Anstieg von 1,55 € bei den anderen nur von 35 Cent. Was ich auch gerechter finde, so teilt sich so langsam der, so schließt sich langsam die Lücke, was das angeht mit dem Mindestlohn bzw. generell der Lohnverteilung im Bereich von Ost und West. Zwischen Männer und Frauen gibt es auch etwas, und zwar soll hier auch der Lohngleichheit langsam mal kommen. So wird man in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten, können Arbeiter künftig Informationen nun darüber einfordern, wie ihre Kollegen für eine gleichartige Tätigkeit bezahlt werden, und Benachteiligungen sollen so leichter erkannt und auch behoben werden. Und somit soll dann halt auch so bedeuten, dass man sagen kann, hey, mein Arbeitskollege, der verdient genauso viel wie meine Arbeitskollegin, und das soll ja auch gerecht sein. Mit den Überleitungen höre ich jetzt mal langsam, fast langsam auf, denn es geht jetzt um das liebe Geld, weiterhin um das liebe Geld, und zwar nämlich, wenn wir es in der Hand haben. Denn seit ab diesem Jahr wird nämlich der 500-Euro-Schein nicht mehr produziert. Man will darunter ja auch selbstverständlich die Korruption, will man ja sagen, die Korruption, also generell, dass man so viel Geld halt überall mitnimmt, verhindern. Er wird nicht mehr gedruckt. Er bleibt aber weiterhin in der Eurozone, ist er halt noch da, also er wird jetzt nicht direkt sofort auch ausgetauscht. Also es wird von dem 500-Euro-Schein, es ist ja im Moment ja so, dass ja auch in diesem Jahr ein neuer Euro-Schein ja jetzt kommt. Die Euro-Scheine ändern ja ihr Design. Letztes Jahr war es der 50er, dieses Jahr wird es dann der 100er. Und dann kommt noch der 200er, und dann ist auch Schluss, weil der 500-Euro-Schein nicht mehr dabei sein wird. Was dabei sein wird bei den Neuerungen für dieses Jahr, ist unter anderem nämlich die Kfz-Steuer. Die wird nämlich bei vielen Neuwagen nämlich quasi etwas teurer. Und wer nun ein neues Auto kaufen will, der soll nun schnell handeln bis zum 1. September und soll das noch vor dem 1. September 2018 tun. Denn danach werden die Kfz-Steuer für neu zugelassene Fahrzeuge wegen der neuen Abgastests, schöne Grüße an dieser Stelle an die deutschen Automobilhersteller wie Volkswagen und BMW. Denn für bereits zugelassene Fahrzeuge wird sich da halt nichts ändern. Die werden weiterhin nach dem alten Standard. Also da müsst ihr jetzt nicht irgendwie denken, ach du Scheiße, ich habe doch erst letztes Jahr meine Kfz-Versicherung gewechselt, und so weiter. Und warum muss ich jetzt mehr zahlen? Die Kfz-Steuer, die macht das halt auch aus. Und das wird dann halt auch so sein. Wenn wir schon beim Auto sind, gilt es dann halt auch für strengere Verkehrsauflagen. So müssen Autofahrer verstärkt nämlich darauf achten, dass ihr Auto sauber ist. Also das heißt, wer jetzt geradewegs in diesem Jahr, das Jahr ist noch jung, kann man so sagen, noch nicht daran gedacht hat, sein Auto zu putzen, zack, zack zur Autowaschanlage. Denn anders als bisher ist die sogenannte Endrohrmessung in jedem Fall Pflicht, auch wenn es bei der elektronischen Onboard-Diagnose keine Fehler entdeckt. Und so heißt es, so müssen Neuwagen ja auch ab September die strengere Schadstoffklasse 6C erfüllen. Und für Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 Stundenkilometer, da sind unter anderem ja, Quads und Mopeds mit Mofas mit dabei. Mopeds, Mofas gilt bei einer Erstzulassung seit dem 1. Januar nun die verschärfte Schadstoffnorm Euro 4.
Das muss man auch so sagen. Und wenn wir schon bei Fahrzeugen sind, geradewegs vorwiegend bei Neuwagen, denn ab dem 31. März, also das ist noch gut hin, 2 Monate, 2,5 Monate, ist nämlich ein neues System, nämlich das neue eCall-Notfallsystem. Das muss eingebaut sein. Und somit könnte es zum Beispiel passieren, dass bei schweren Autounfällen nämlich dieses eCall-System automatisch nämlich ja, den Notarzt ruft, falls ihr in einem neuen Wagen mit diesem eCall-System ausgestattet seid und dann entsprechend halt das nutzen könnt. Das sind so die Dinge, die halt im Jahr 2018 halt jetzt, sagen wir mal, frisch mit dabei sind, beziehungsweise was sich so ändert. Es sind aber noch sehr, sehr viele. Wir sind noch lange nicht am Ende. Ich werde nämlich gleich auch noch zu anderen Sachen kommen, wie zum Beispiel, was sich in diesem Jahr für uns im Internet ändern wird. Und da gibt es auch eine sehr interessante Sache, die halt auch gewisse, wie soll ich das sagen, Gesprächsstoff schon für dieses Jahr gegeben hat. Aber ich möchte euch gerne mal kurz zeigen, denn das sind nicht alle Neuerungen, die wir hier haben. So gibt es unter anderem im Link unten in der Videobeschreibung von den Kollegen von ZDF heute nämlich viel mehr, wie zum Beispiel der Hartz-IV-Regelsatz ersteigt. Die Rente wird auch etwas sich verändern. Die Sozialversicherung, die Bremsungsgrenze steigt. Und vieles, vieles mehr. Der Mutterschutz, der Unterhalt, für die, die Unterhalt zahlen müssen, die Datenschutzgrundverordnung, zu der wir gleich noch kommen, und vieles mehr. Also da gibt es von den Kollegen von heute.de auch nochmal ein bisschen etwas zu sehen. Jetzt kommen wir aber in Zeiten des Internets, und da gibt es zum Beispiel eine gute Nachricht für die, die im Ausland sind, aber halt nicht Netflix und Co. gucken können. Jetzt entschuldige ich mich für dieses abrupte Licht, für die abrupten Lichtverhältnisse. Liegt nicht daran, dass wir wie immer Probleme haben mit dem Licht, sondern einfach mal nur so sagen, dass ich auch selbst nie weiß, wie ich das einstellen soll. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Also, das ist jetzt ein bisschen dunkel, aber ne, glaube ich nicht. So ist es nicht. So, ich wollte zum Streaming kommen, und zwar liegt es einfach daran, dass unter anderem nämlich ja, die Streamingdienste nämlich jetzt auch oder wir können die Abos nun auch im EU-Ausland benutzen. Also das heißt, wenn ihr einen Netflix-Account habt, einen deutschen Netflix-Account und seid in den Niederlanden im Urlaub, könnt ihr auch weiterhin deutsches Netflix in den Niederlanden gucken. Das ist unter anderem so, aber erst im April. Ja, das ist unter anderem klar. So kann jeder den Streamingdienst seines Vertrauens, sei es Amazon Prime Video, sei es Netflix, dann halt nutzen. Außerdem werden in diesem Jahr europaweit die Gebühren auch für Kreditkarten, das Zahlen mit der Kreditkarte, nämlich auch komplett wegfallen, online sowie offline. Das bedeutet, es fallen keine Eurogebühren mehr ein, und somit dürfen dann auch in vielen Fällen keine gesonderten Gebühren entsprechend die Händler auch dafür sagen. Also das heißt, dass man sich jetzt nicht irgendwie einen Scheiß ausdenken muss oder so, sondern so dürfen die entsprechend nicht mehr berechnet werden. Für Bargeldabhebungen im Ausland können aber weiterhin Banken, das ist nämlich der einzige Punkt, noch Gebühren verlangen. Außerdem gibt es seit diesem Jahr, und das ist jetzt ein Gesprächsstoff, worüber man auch reden kann, das Netzwerkdurchsuchungsgesetz. Ja, das neue Netzwerkdurchsuchungsgesetz, was ja unter anderem Social Networks, soziale Medien wie halt natürlich Facebook, Twitter und YouTube halt dazu auch verpflichtet, rassistische sowie aber auch rechtswidrige Inhalte zu melden. Und da gab es zum Beispiel ja auch diesen besonderen Fall mit der AfD-Politikerin Beatrix von Storch, die ja einen Tweet, einen harmlosen, normalen Tweet der Kölner Polizei, wo sie auf Arabisch allen arabischstämmigen ein frohes neues Jahr gewünscht hat, sich beschwert hat, und zack, wurde ihr Twitter-Account für 12 Stunden gesperrt. Wiederum hat sich dann das Satire-Magazin Titanic mal sich so ein paar Satire-Tweets überlegt von Beatrix von Storch, zack, wurde der Account auch gesperrt. Und entsprechend kann man natürlich dann solche Tweets, die halt entweder rassistisch sind oder generell fremdenfeindlich oder generell beleidigend sind, halt extremst beleidigend sind. Also ich glaube, man so eine Meinung wie du bist scheiße, das wird nicht sofort, das muss man nicht sofort melden, dann wird gleich der ganze Account gesperrt. Denn diese Inhalte werden dann vom Netzwerk halt auch überprüft und gelöscht. Sollten da sich nämlich die Netzwerke sich nicht so darum kümmern, drohen auch Geldstrafen, und zwar nicht auch sehr hohe Geldstrafen. Trotzdem wird das ja auch weiterhin noch sehr kritisiert, denn dieses Verfahren ist kompliziert, und juristisch auch braucht man da halt ein bisschen Köpfchen im Bereich der Justiz. Und strafbar sind nach dem Netzwerksdurchsuchungsgesetz zum Beispiel Beleidigungen, das Verwenden von verbotener Symbole oder den auch den Holocaust leugnen. Meine Güte.
Wie schon gesagt, erste Themasendung im neuen Jahr, da ist ein bisschen Ausprobierungsfähigkeit mit dabei. Außerdem, wenn wir dann auch, und das ist heute, glaube ich, die erste Themasendung direkt mit guten Überleitungen, finde ich, geht es nämlich direkt dann sofort weiter mit DVB-T2. Wir haben ja letztes Jahr darüber ein Special gemacht, was dann halt nicht so gut beendet wurde, dieses Special. Aber es geht halt um die Erweiterung des neuen Antennenstandards, also das digitale Antennenfernsehen DVB-T2 ist letztes Jahr ja gestartet, hat das herkömmliche DVB-T abgesetzt und in diesem Jahr oder im Frühjahr besser gesagt, kommen noch weitere Regionen hinzu, unter anderem Mittleren Hessen. Mittleren Hessen, das klingt wie Mittlerer Westen, aber ist egal. Hessen, also Mittlerer Hessen, Kaiserslautern, Erfurt und Osnabrück. Im Herbst kommen dann noch die Städte Chemnitz, Gera, Trier und Ulm dazu. Und so viel ist dann halt dazu zu beachten. Für die, die halt jetzt in der Region dieses Video gucken und sich sagen, was, DVB-T2 kenne ich nicht. Es gibt Informationen dazu. Ihr könnt auch unsere Thema-Videos bzw. unsere Videos auf unserem YouTube-Kanal auch gerne nochmal angucken. Den Link gibt es auf derchotv.de und auch auf unserem YouTube-Kanal unten in der Videobeschreibung. Das nur so am Rande gesagt. Und dann kommen wir noch zu Fernsehereignissen in diesem Jahr. Sportliche Ereignisse muss ich gar nicht erwähnen. Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang stehen in 4 Wochen an. Die WM im Sommer und natürlich auch das Super Bowl. Also das alles jetzt schon quasi im ersten Halbjahr dieses Jahres und vieles andere. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Sachen. Neben WM, Pyeongchang und so weiter. So gibt es zum Beispiel auch viele neue Serien und auch etwas, was so ein bisschen geschichtliches nämlich wiederbringt. Zum Beispiel bei der ARD, das können wir nochmal sagen, nämlich das Drama Gladbeck. Ein zweiteiliger Drama zum Beispiel zur Geiselnahme in Gladbeck von vor 30 Jahren. Und dort wirken unter anderem Sasa Incik-Bürle, Sascha A. Gersak und Ulrich Nöten mit unter anderem. Und dieser wird dann im ersten Quartal dieses Jahres gezeigt. Wann genau, informiert euch einfach mal bei den Kollegen der ARD. Außerdem beim ZDF, wenn wir da jetzt schon mal sind, da gibt es zum Beispiel was Neues. Kudamm 59 erfolgt nämlich auf den Dreiteiler, der vor 2 Jahren gesendet wurde, Kudamm 56, der in der Berliner Tanzschule der 50er Jahre spielte und zu den Erfolgsformaten vom ZDF in diesem Jahr anscheinend gehören sollte. Außerdem gibt es auch viele neue Sachen, wie zum Beispiel Dokudramen wie Marx mit Mario Adorf oder der Kaisersturz mit Silvester Grutto. Außerdem gibt es beim ZDF wie immer die bekannten Sendungen wie Bares oder Rares mit Horst Lichter, auch in der Showversion mit Steven Gätchen. Dann natürlich der Quiz-Champion und das Spiel beginnt mit Johannes B. Kerner, was man auch kennt. Bei RTL, da gibt es auch viele neue Sachen dazu. Zum Beispiel die erste Serie in UHD aufgenommen, in 4K mit dem hochauflösenden Standard, also 4K hochauflösenden Standard, und zwar nämlich Sankt Mike. Dort, das ist die erste UHD-Serie von RTL, denn RTL baut langsam auch auf das Ultra HD nämlich mit auf. Nebenbei gibt es halt auch neue Serien. Beck ist Beck mit Bert Tischenhoff, Jenny hat recht, Jenny echt gerecht mit Birte Hannusrichter und auch eine neue Arzt-Serie soll kommen. Außerdem natürlich das Dschungelcamp. Bachelor in Paradise soll es unter anderem auch geben, also die bekannten Formate, dann halt auch Wer wird Millionär, ist klar, und selbstverständlich das Dschungelcamp. Außerdem auch eine neue Staffel Let's Dance, nicht mehr mit Sylvie Mais, die ist ja bei RTL entlassen worden. Da wird jetzt ja die Co-Moderatorin nun Viktoria Swarovski sein. Kommen wir dann zu den anderen Sendern, zum Beispiel bei ProSieben. Dort läuft ja die erste Sendung von Stefan Raab nach seinem Ende, seinem TV-Karriereende. Immer wenn ich Raab sage, kriege ich Gänsehaut. Und wenn ich dann an das Ding des Jahres denke, dann ist es nicht mein Loris. Im Februar startet diese Sendung, das Ding des Jahres, eine Erfindershow, die schon vorproduziert wurde im November. Moderiert wird das Ganze von, ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem das moderiert wird, und zwar nämlich, glaube ich, da habe ich jetzt gerade nicht, nee, da habe ich jetzt keine Information. Das ist jetzt auch ein bisschen ähm,
Nee, da habe ich echt wirklich keine Ahnung. Also, es sitzen in der Jury, das kann ich schon mal sagen, Lena Gerke, Joko Winterscheid und auch der Chef von Rewe, Hans-Jürgen Moog. Wer das moderiert, habe ich jetzt komplett vergessen. Vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren mal einfach mal sagen, wer das Ganze moderiert. Und natürlich gibt es was Neues, zum Beispiel eine neue Staffel Germany's Next Topmodel gibt es. Es gibt die Serie, die jetzt letzte Woche gestartet ist, Get the Fuck Out of My House, wo 100 Kandidaten in ein Familienhaus einziehen, der Gewinner kriegt 100.000 Euro. Ja. Das ist eine tolle Sendung, aber was soll's. Außerdem auch dann die üblichen Events. Außerdem, das kann man auch schon mal sagen, ProSieben wird den Super Bowl übertragen. Das hat bisher immer Sat.1 gemacht. Nun wechselt Football nämlich den Sender. Und zwar nämlich quasi von, ach Gott, mir geht das jetzt ein bisschen auf den Keks, wenn die Kamera immer wieder umschaltet. Deswegen mache ich das auch jetzt wieder aus. So, und damit bleibe ich dann glänzend wie eine Speckschwarte. Ich mache das einfach so. Da muss es halt halten. Also nicht wundern, dass es so dunkel ist. Damit kann man wenigstens alles sehen und ich glänze dann nicht so, wie ich eigentlich glänzen sollte. So, ja, der Super Bowl läuft dann bei ProSieben, nicht mehr bei Sat.1. Auch die Spiele davor werden dann auch weiterhin auf ProSieben Max laufen, das ist klar. Und dann kommen wir dann direkt zum Bruder Sat.1. Dort gibt es auch viele neue Sendungen, zum Beispiel Carsten Maschmeyer kriegt eine neue Sendung, nämlich Startup. Wer wird Deutschlands bester Gründer unter anderem? Da wird man nämlich jetzt mit am Start sein. Außerdem wird man dann auch neue Sendungen bringen, wie zum Beispiel die Impro-Comedy Mord mit Ansage. Die wird es im Frühjahr geben, unter anderem mit Luke Mockridge, Mirja Böß und Oliver Pocher. Jetzt denkt man sich, was will man von Olli Pocher, dem Deppen? Der hat ja bis vor kurzem, glaube ich, ja noch sogar Dingens moderiert. Wie heißt 5 gegen Jauch und hat ja jetzt ja RTL verlassen. Außerdem wird es auch einen Zweiteiler geben, einen Film zum Beispiel, Der Staatsfeind mit Henning Baum, den man ja halt auch als den letzten Bullen kennt. Und ja, das wird auch sehr, sehr toll sein. Blicken wir dann aber, wenn wir schon beim Fernsehen waren, auch bei den Streamingdiensten. So wird Netflix unter anderem auch neue Serien zeigen. Es soll zum Beispiel die zweite Staffel Dark kommen, die aber wohl wahrscheinlich nicht mehr, die wird in diesem Jahr produziert, kommt aber wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, also 2019. Außerdem wird es eine fiktionale Serie mit dem Namen Dogs of Berlin, also Berlin geben, ein Science-Fiction-Film mit dem Namen Mute von Duncan Jones und auch Fußballfans sollen eine mehrteilige Doku bekommen, die sich Juventus nennt, also es geht hier anscheinend um den Fußballclub Juventus Turin. Bei Amazon, da gibt es viel mehr anzukündigen, zum Beispiel die neue Staffel von Pastewka, die schon Ende Januar rauskommen wird. Außerdem wird die zweite Staffel You Are Wanted zur Verfügung stehen. Aktuell läuft auch, das möchte ich gerne empfehlen, die zweite Staffel von The Grand Tour. Ich muss mir dann im Übrigen noch 2 Folgen angucken, bevor ich morgen dann noch 3 Folgen gucken muss. Außerdem wird es dann auch Deutschland 83 geben, beziehungsweise nee, die Fortsetzung von Deutschland 83, nämlich Deutschland 86, was ja der Vorgänger lief ja bei RTL klassisch im Fernsehen. Nun geht es weiter dann bei Amazon Prime. Und natürlich viele andere Sachen, die halt auch angekündigt wurden. So ist zum Beispiel der Bully-Paraden-Film im Frühjahr nun dann vorher auf Amazon Prime zu sehen. Der war ja im letzten Jahr im Kino. So, und damit sind wir auch schon durch mit Thema. Was sind eigentlich eure wichtigen Highlights oder was sind eure wichtigen Veränderungen 2018? Ich hoffe, ich habe da euch ein bisschen jetzt so in die Richtung gebracht, um zu sagen, okay, das können wir sehen, das können wir auch sehen oder das können wir halt hinbekommen. Schreibt es mir ruhig gerne in die Kommentare, was ihr davon hält, was 2018 jetzt so passiert oder was denkt ihr, was denn noch so passieren könnte in diesem Jahr. Schreibt es mir ruhig gerne in die Kommentare. Ich bin dafür halt auch generell offen, was das angeht mit halt auch mit euren Zielen 2018 zum Beispiel. Also das ist jetzt heute mal einfach mal so eine Sache gewesen, denn das eigentliche Thema, was stattfinden sollte, nämlich die Sondierungsgespräche, die wird es erst morgen geben bei Update Politik. Und bis dahin habe ich dann auch diese Kameraprobleme beendet. Also wie schon gesagt, ist nicht mein Problem, wenn die Kamera immer von hell und dunkel switcht. Das muss man sich halt auch so sagen. Morgen wird es dann auch bei Update Politik, nämlich um die Sondierungen zwischen Union und SPD geben. Da sollte es wahrscheinlich dann schon die ersten Lösungen geben und vielleicht auch eine richtungsweisende Entscheidung, ob wir eine Regierung kriegen oder ob wir im Frühjahr vielleicht doch wieder wählen gehen müssen. Außerdem reden wir über Nord- und Südkorea und es gibt Streiks bei der Metall- und Elektroindustrie. Darüber werden wir auch reden. Außerdem noch viele andere Themen, die es zu bereden geben wird. Und für die halt auch jeden Tag auf den neuesten Stand informiert werden möchten, wie schon gesagt, es gibt unsere Homepage derchotv.de, dort gibt es auch unsere Videos zu finden, wie dieses hier zum Beispiel, falls ihr auf unserem YouTube-Kanal guckt
Und nur auf YouTube gibt es ja, Update kompakt jeden Abend. Das ist erstmal für den Januar so ein Testmonat. Dann schauen wir, werden wir dann kurz vorher dann analysieren und dann auch das Ding vielleicht freigeben. Update kompakt, halt eine Kurzversion, wie ihr das wahrscheinlich von den News der Woche her kennt. Somit bedanke ich mich fürs Zuschauen hier bei Thema für heute. Die erste Thema-Sendung 2018 ist durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen bei Update Politik wieder, auch um 15 Uhr, so wie dieses Format hier. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Donnerstag oder wann ihr auch das immer guckt. Bis dahin. We'll be right back.